Das wollten die Dortmunder nur machen, wenn sie gewinnen. Und so werden sie es halten. Es gibt nichts zu feiern für Jürgen Klopp und seine Truppe. Vielleicht wird irgendwas improvisiert in Dortmund. Heute wird es einen Ausklang geben. Noch mit allen Begleitern, Sponsoren, Vertrauten. Es gibt nicht das Ende, was sie sich ersehnt, was sich jeder gewünscht hätte, was man als verdient empfunden hätte für diese großartige Zeit von Jürgen Klopp. Thomas Tuchel wird nächste Woche nach Dortmund ziehen und versuchen, ein würdiger Nachfolger zu sein. Jürgen Klopp selbst möchte die Vergleiche ihm ersparen, hat alles dafür getan, dass Thomas Tuchel wirklich bei Null beginnen kann. Und die Null ist ja nicht so schlecht mit Europa League Qualifikation und einer, ja, auch geilen Mannschaft nach diesen 7 Jahren, auch wenn es nicht immer alles nach Plan lief in der aktuellen Saison. Wie es für Jürgen Klopp weitergeht, ist offen. Wir werden ihn sicherlich selbst noch fragen, aber es gibt noch nichts zu verkünden. Er hält sich kurz die Gespräche mit Wolf von Niersbach und Joachim Gauck, Jürgen Klopp, und es ist kein Zufall, dass er dann schnell wieder wegläuft Richtung seiner Mannschaft. Sebastian Kehl auf dem großen Videoteller dort unten. Und jetzt sind wir beim Pokalsieger, beim VfL Wolfsburg. Tim Klose, Ivan Perisic holt nach Dortmund also auch mit Wolfsburg diesen Pokal. Ersatztorhüter Max Grün in der ersten Runde, nicht zu vergessen, gegen den heutigen Bundesligisten Darmstadt 98. Ganz stark gehalten mit Elfmeterschießen. Also hat auch der Mann mit der 20 seinen Anteil. 2 Elfmeter gehalten gegen Darmstadt. Sonst wären sie jetzt nicht hier. Ein ganz starkes Team. Patrick Ochs ist da, also auch die Spieler, die durch Verletzungen die Saison teilweise komplett verpasst haben. Es ist sein größter Erfolg als Trainer. Dieter Hecking, der diese Mannschaft mit einer ruhigen Hand, mit einem starken Trainerteam, mit Dirk Bremser, den wir angesprochen haben, mit Ton Lockhoff, mit Andreas Hilfiger führt, der längst nicht so im Mittelpunkt steht wie auf der anderen Seite Jürgen Klopp, aber der mit ruhiger, zielstrebiger, aber auch sehr ernsthafter Arbeit Großes geleistet hat. Es ist kein Zufall, dass der VfL Wolfsburg heute hier ganz oben steht. Selbst die Dortmunder haben gelobt. Es ist gefährlich, dass mit Hecking und Alofs das Geld jetzt sinnvoll ausgegeben wird. Das wird für uns in den nächsten Jahren sehr, sehr schwer, mit Wolfsburg mitzuhalten.
Ja, selbst von der unangenehmsten, von der schwierigsten Rückrunde gesprochen, unter Vorzeichen, die furchtbar waren, dem Tor von Malanda. Und er hat es gemeinsam mit seinem Trainerteam gelöst. Die Frage damals, fahren wir jetzt ins Trainingslager oder bleiben wir zu Hause? Sie haben eine Entscheidung getroffen. Mit einer Schweigeminute ging es los am 12. Januar. Und so endet diese Rückrunde für den VfL Wolfsburg. Das war so nicht vorauszusehen.